Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Wir sind heute zum ersten Mal in unserem neuen Studio. Und auch die Spieler des SSV Jahn Regensburg haben jetzt eine, naja, kleine neue Heimat. Denn der Kabinentrakt am Trainingsgelände am Regensburger Kaulbachweg wurde umgebaut, wurde modernisiert. Sonja Kasowski hat sich das Ganze mal ganz genau angeschaut. Die neuen Kabinen für den SSV Jahn sind fertiggestellt. Seit dieser Woche kann sich die Mannschaft in den neuen Containern vor und nach dem Training vorbereiten, umziehen und entspannen. Pressesprecher Till Müller erklärt, was alles neu gemacht wurde. Die Kabine wurde deutlich vergrößert, die Duschen wurden völlig neu renoviert, es sind Entmüdungsbecken reingekommen und es gibt einen ganz neuen Aufenthaltsraum auch, der jetzt wirklich auch ganz schön eingerichtet wurde und mit schönen Möbeln und mit einer neuen Kaffeemaschine und einem Fernseher, wo Sky läuft und WLAN gibt es hier und das sind einfach Umbaumaßnahmen, auch wenn wir sonst strukturell natürlich noch ein bisschen brauchen, bis wir Zweitliganiveau erreicht haben, aber ich denke mal von den Kabinen her sind wir jetzt in der zweiten Liga angekommen. In der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga ist der Jahn leider immer noch Letzter. Jetzt war Länderspielpause, es gab am vergangenen Wochenende kein Punktspiel. Wie habt ihr die Pause denn überbrückt, Torhüter Timo Ochs? Ja, wir hatten letzte Woche ein Freundschaftsspiel, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber generell galt es, glaube ich, in diesen zwei Wochen nochmal die Gedanken zu sammeln, einfach auch für die letzten 8 Spiele. Es sind noch 24 Punkte zu vergeben und wir wollen da natürlich die maximale Ausbeute natürlich versuchen rauszuholen in unserer Situation. Und wir wissen natürlich, dass ab jetzt nur noch 3 Punkte weiterhelfen und da versuchen wir natürlich schon am Sonntag in Köln anzufangen. Timo Ochs hat das angesprochen, es gab ein Freundschaftsspiel. Der erste FC Heidenheim war der Gegner und die Jahn-Elf hat dieses Spiel leider 1:4 verloren. Kein gutes Omen für das Spiel am nächsten Sonntag im Müngersdorfer Stadion. Da trifft der SSV Jahn Regensburg auf den ersten FC Köln. Was hat sich die Mannschaft denn vorgenommen? Ja, ich denke, wir haben jetzt im neuen Jahr auswärts gute Auftritte gezeigt. Sicherlich war dort die Leistung besser wie jetzt zuletzt auch in den Heimspielen. Und von daher werden wir dort natürlich auch so auftreten, wie wir das die letzten Auswärtsspiele gemacht haben. Und das ist sicherlich für viele von uns ein tolles Erlebnis. Das Stadion wird mit 50.000 Zuschauern ausverkauft sein. Und da sollten wir natürlich genießen, dort Fußball zu spielen. Und wie gesagt, wir wollen natürlich dort auch was mitnehmen. Am besten natürlich 3 Punkte, aber wenn es am Ende dann vielleicht nur einer ist, ist es für uns auch in Ordnung. Der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern München, wird im Sommer in Weiden spielen, im Sparda-Bank-Stadion. Wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen? Ja, da hat sich ein Fanclub des FC Bayern München für das Traumspiel beworben. Den Zuschlag hat der FC Bayern München Fanclub Wildenau erhalten. Vorstand Markus Fritsch, wie war denn so die Ausgangssituation? Ja, es kam also dazu, dass also der FC Bayern seit 7 Jahren ausschreibt an den Fanclubs, dass man sich für ein sogenanntes Traumspiel, ein Spiel gegen die Profimannschaft des FC Bayern München, bewerben kann. Und letztes Jahr war es wirklich knapp, da wurde es ja noch ausgelost und da waren wir also unter den letzten beiden. Die Bewerbung für dieses Traumspiel war ja etwas Besonderes. Es handelt sich hier um eine Bewerbung in einem Fotobuchform, 38 Seiten beinhaltet, durch Botschaftern, die uns unterstützen, Aufbau dieses Festes, Inhalt, Vorstellung des Fanclubs, Vorschläge der Eintrittskarten sowie den kompletten Ablauf und die ganzen Kostenvoranschläge diverser Firmen, die sich damit beteiligen und zu guter Letzt dann auch die Sicherung der Domains. Wie groß ist denn die Freude, dass der FC Bayern München in die Oberpfalz kommt? Natürlich ist man da stolz, wenn man das erreicht hat, den FC Bayern für die Fans, für den Fanclub Wildenau in die Oberpfalz zu holen. Man verfolgt ja Jahr ein, Jahr aus die ganzen Spiele unseres Idolvereins und wenn die dann zu uns dann kommen, sind dann bei uns Gast, das ist natürlich eine gigantische Sache. Beim SC Edmundsdorf, die Mannschaft ist im Moment Spitzenreiter der Fußballbezirksliga Süd, wird in der kommenden Saison ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke stehen. Heiner Zilch hört auf. Horst Hohler, erster Vorstand vom SC Edmundsdorf, ein Verlust, der schwerwiegt. Ja, zunächst einmal bedauern wir natürlich den Abgang von Heiner. Es wird sicherlich eine gewisse Umstellung geben bei uns. Wir sind ja so weit, dass wir mittlerweile einen neuen Trainer haben. Die Erwartungen sind natürlich da auch entsprechend.
Wir hoffen natürlich, dass er das umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat und was wir alle wollen. Der Heiner selber war ja viele Jahre unser Trainer, jetzt mittlerweile insgesamt 9 Jahre mit kurzen Unterbrechungen. Und wir haben eigentlich mit ihm die größten Erfolge, die der Verein überhaupt gehabt hat, im fußballerischen Bereich feiern können. Heiner Zilch ist wirklich ein Urgestein beim SC Erdmannsdorf. Was ist er denn für ein Typ? Der Heiner selber ist eine Person, der sich im Verein sehr, sehr gut integriert hat, der immer vorangegangen ist und auch über das normale Maß hinaus immer wieder da ist und ja, sich da verpflichtet fühlt. Und wie Heiner Zilch arbeitet, das hat Arni Nözel beobachtet. Mit Aufwärmübungen geht es los, bevor Trainer Heiner Zilch seine Schützlinge in den Koordinationskurs schickt. Hier werden Bewegungsabläufe perfektioniert und Schnelligkeit trainiert. Danach geht's an den Torabschluss. Heiner Zilch hat auch hier seinen persönlichen Stil mit einfließen lassen. Der Tenor in der Mannschaft ist eindeutig. Trainer kommen und gehen, aber mit Heiner verlieren sie einen guten Mann an der Spitze. Heiner Zilch hat aber seine Gründe für den Abschied. Das ist eigentlich von mir selber ausgegangen, dass ich gesagt habe, nach 4,5 Jahren reicht das eigentlich auch wieder. Wir haben jetzt einen Erfolg und wenn man einen Erfolg hat, dann machen wir aufhören. Wer der Nachfolger von Heiner Zilch werden wird, steht zwar schon fest, wird aber erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Für unser Interview der Woche haben wir uns dieses Mal einen echten Goalgetter ausgesucht. Er sorgt beim TV Schierling in der Landesliga Mitte für Furore. Peter Schröder hat Christian Brandl besucht. Ja, Armin, wir sind hier bei wahrlich winterlichen Temperaturen zum TV Schierling gefahren, um einen jungen Spieler, ganz so jung ist er ja nicht mehr, 25 Jahre alt, zu treffen, der aber sehr, sehr viele Tore hier in der Landesliga Mitte schießt. Der aktuelle Torschützenkönig Christian Brandl. Herr Brandl, 23 Treffer in 22 Spielen, das ist eine tolle Bilanz. Wie funktioniert das? Naja, wie funktioniert das? Also es ist natürlich nicht ganz einfach, aber letztendlich ist nicht nur mein Können, sondern die ganze Mannschaft hängt da dran und das funktioniert ganz gut bisher. Nun gut, aber Sie treffen ja doch immer wieder, einmal, zweimal. Werden Sie dann so angespielt oder irgendwie muss man ja immer zum Ball kommen? Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber letztendlich haben wir ein Spielsystem, das ja ziemlich gut auf mich ausgelegt ist, auch vom Trainer her schon. Und deswegen glaube ich, ist das auch für mich ein Vorteil. Nun, wenn man als Torschützenkönig bekannt ist, schauen da die anderen Verteidiger schon immer speziell auf einen auf? Wird da manchmal doppelt aufgestellt? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Vor allem jetzt in der Saison von Spiel zu Spiel wird es schwieriger, weil ja, jeder kann das natürlich lesen, dass das in Schierling halt bei uns derzeit bei ihm bin. Aber wir haben auch noch einen sehr guten zweiten Stürmer und das macht es für mich echt einfach, die Saison als letztes Jahr zum Beispiel. Nun steht man im Moment auf dem 6. Tabellenplatz. Was ist das Ziel? Ja, was ist das Ziel? Also diese Saison ist halt so, es geht nach oben nichts mehr. Die sind einfach schon zu weit weg. Und Abstieg, ja, weil wir natürlich nicht mehr reinrutschen. Und momentan schaut es ganz gut aus. Allerdings haben wir seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Und das soll sich oder wird sich am Wochenende auf jeden Fall ändern. Nun, es ist ja auch immer Thema, Spieler kommen, Spieler gehen. Wo sind Ihre persönlichen Perspektiven? Ja, natürlich gibt es jedes Jahr Anrufe, dieses Jahr natürlich umso mehr Tore schießt, umso interessanter ist man. Und naja, aber momentan interessiert das nicht, momentan zählt nur der TV Schierling. Wir müssen so schnell wie möglich Klassenerhalt schaffen und alles andere wäre unfair der Mannschaft gegenüber und auch dem Verein gegenüber. Dann wünschen wir dem Christian Brandl weiterhin so viel Erfolg und dass er weiterhin so von den Verteidigern beobachtet wird und trotzdem seine Tore schießt. Zurück zu dir, Armin. Die Chronik des FC Bayern München ist das größte Sportbuch der Welt. Die Auflage ist limitiert. Es gibt nur 4.111 Stück davon. Ein Exemplar steht derzeit in Bodenwöhr. Warum und wieso, das weiß Sonja Kasowski. An der Grundschule Bodenwöhr freut sich jeder über ein ganz besonderes Buch. In der Aula liegt hier seit Längerem die FC Bayern München Chronik aus. Jede Woche wird sie von den Kindern um eine Seite weitergeblättert. Den. Rummenigge. Den willst du haben. Okay, also dann lassen wir das. Ein riesiges Buch, das fast 30 Kilo wiegt, voller Informationen zur Geschichte des FC Bayern München. Für 2.999 Euro hat sich der Fanclub Hirschberg-Bazis Tag Söldern einen Traum erfüllt. Ja,
Als wir erfahren haben, dass der FC Bayern die Chronik rausbringt, ist im Internet veröffentlicht worden, war bei mir spontan einfach die Idee, das wäre absolut toll, wenn der Fanclub sowas hätte, wenn wir das präsentieren könnten. Habe dann an meine Vorstandskollegen eine SMS geschickt mit dem Titel I have a dream, ich habe einen Traum, und dann eben den Link zu dieser Chronik, und habe eben dann so ein bisschen auf negative Reaktionen gewartet, so nach dem Motto, der Vorschlag hat wieder irgendeinen verrückte Vorstellung gehabt. Dem war aber nicht so, und das Buch wurde bestellt. Als es darum ging, einen geeigneten Ort zu finden, hatte Rauch eine Idee. Er selbst hat eine Tochter an dieser Grundschule, also warum nicht die Vitrine in der Aula nutzen? Die Idee wurde prompt mit Bürgermeister Richard Stabel abgesprochen, der die Ausstellung nur befürwortet. Nachdem wir hier auch einen Fanclub haben, die Hirschberg-Pazis aus Tagsöldern, freut es uns natürlich ganz besonders, dass sie uns auf uns zugekommen sind und dann auch gefragt haben, dass wir den hier in der Schule ausstellen wollen. Ich denke mal, das ist eine tolle Anregung gewesen, der wir als Gemeinde auch gerne nachgekommen bin und ich als Bürgermeister sowieso. Bei den Kindern kam die Idee natürlich super an. Sie erzählen uns, was ihnen daran am besten gefällt. Die ganzen Zeiten da, so die Spiele, dass man das auch lesen kann. Und dass man das da dann weiß, wer Torschütze, König ist und so weiter. Dass fast alle Spieler drinnen sind. Es ist einfach ein ganz besonderer Hingucker. Unser letztes Spiel der Woche war eine Partie aus der Fußball-Landesliga Mitte. Der FC Tegernheim traf im Derby auf Fortuna Regensburg. Arne Nözel war mit dabei. Der FC Tegernheim zeigte von Beginn an, wer die Heimmannschaft ist. Gleich in der 16. Minute die erste packende Szene. Müllers Schuss kann Torwart Kister nicht festhalten, doch Kamel Hein ist bei seinem Abstauber im Abseits. 24. Minute, Watzlawick allein vom Tor, und der ist eiskalt. Urban Watzlawick mit seinem ersten Treffer für den FC. Tegernheim bestimmte von nun an das Spiel. Eckball von Bauer und die Kopfballverlängerung von Killmann schnappt sich Schweiger. 2:0, dies war dann auch der Endstand. Wir schauen kurz mal auf die Tabelle in der Fußball-Landesliga Mitte. Der FC Tegernheim ist nach diesem Derby-Sieg jetzt auf Platz 10, Fortuna Regensburg auf Rang 14. Der FC Tegernheim hat übrigens den Vertrag mit Martin Reisser um ein weiteres Jahr verlängert. Der Coach des FC Tegernheim geht damit bereits in seine 5. Saison. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn das nächste Spiel der Woche. Ausgesucht hat das für uns MZ-Redakteur Jeff Fichtner. Hallo Armin, das Topspiel der Woche steigt diesmal am Samstag um 16 Uhr beim SC Edmundsdorf. Zu Gast ist in der Bezirksliga Nord der SV TuS DOK Grafenwöhr. Es stehen sich also der Tabellenerste und der Tabellenzweite gegenüber. Beide sind punktgleich. Der SC Edmundsdorf hat allerdings den Vorteil, 2 Spiele im Rückstand zu sein, wobei sich noch herausstellen wird, ob er diese 2 Spiele auch gewinnt. Jedenfalls darf er sich gegen Grafenwöhr, einen hartnäckigen Verfolger, überhaupt keine Schwäche erlauben. Edmundsdorf braucht alle 3 Punkte, denn Grafenwöhr ist eigentlich zu allem in der Lage und kann vor allem auch eine Mannschaft wie Edmundsdorf in die Knie zwingen. Dankeschön, Jeff Fichtner. Und was erwartet denn der Trainer des SC Edmundsdorf, Heiner Zilch, von diesem Spitzenspiel? Ja, gegen Grafenwöhr, wir haben zu Hause, wir wollen auf jeden Fall gegen Grafenwöhr zu Hause gewinnen, das ist klar. Dann haben wir schon mal einen Hauptkonkurrenten hinter uns gelassen, wobei ja die Saison also noch ziemlich lang ist. Unser Gewinnspiel läuft auf vollen Touren. Jede Menge Mails sind schon eingetroffen. Was gibt's genau zu gewinnen? 2 Eintrittskarten für das Spiel des FC Bayern München in der Allianz Arena gegen den VfL Wolfsburg. Es ist das DFB-Pokal-Halbfinale. Der FC Bayern München Fanclub Nappburg stellt die Karten zur Verfügung. Sie werden nach München gefahren und sie werden natürlich auch wieder zurückgefahren. Einfach eine Mail an die unten eingeblendete Adresse schicken. Einsendeschluss ist der 1. April. Kennwort VfL Wolfsburg nicht vergessen. Ich drücke euch die Daumen.